Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ich bin der Captain aus der Kanchos Corner, ihr seid Twiggy und der Captain bin ich und der Fehler ist auch dabei. Das ist jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal passiert. Es passiert einfach, ich muss mich immer doppelt zählen. Hi, ich bin der Fehler. Und wir sind in Tag 3. Von Pikmin 4. Genau, und wir fliegen direkt los, würde ich sagen. Ihr seid es bereit, die Beagle kann starten. Ja, aufbrechen. Du kannst ruhig mit mir plaudern. Könntest du das Play ein bisschen ausholen, dass man das Spiel ein bisschen mehr sieht? Hey, warum bist du nur schon weg? Okay, wir konnten... Will ich gar nicht sehen. Okay, mal gucken. Vielleicht können wir uns ja jetzt den Ort aussuchen, an dem wir... Oder wir können einfach nur... Okay, wir können wahrscheinlich dann doch Vielleicht hätte ich das gerade eben machen müssen in dem Menü. Ich hab mich auch Ach so, gepasst. War da... Okay. Ich weiß nicht, ich habe mich auch gepasst. Ich habe einfach gedrückt, ich wollte schnell voran. Mhm. Ich habe keinen Bock, dass mich Colin ewig zulabert. Ist aber komisch, dass er sagt, schätze 1 von so und so viel, aber trotzdem haben wir Fortschritt 0%. Selbst wenn du nicht weißt, wie viel insgesamt in dem Gebiet ist. Ja. Tja, wir landen wohl einfach da, wo wir aufgehört haben. Ja. Ist das der, wo wir aufgehört haben? Oder? Oder, nee, das ist der, wo wir angefangen hatten. Nee, das ist der, wo wir aufgehört haben. Nee, ist ja, okay. Nee, es ist richtig, okay. Okay, dann ist doch immer Pikmin. Pikmins! Alle? Nee, immer noch nicht mehr als 20. Da brauchen wir wahrscheinlich wirklich erst die nächste Zwiebel. Und die war ja hier ums Eck. Ist jetzt die Frage, möchtest du jetzt in das Loch? Ich hole erstmal die Schätze, den Schatz. Ja, ich weiß nicht, ob die Gegner, die sind wahrscheinlich über Nacht gefressen worden. Nee, der liegt da noch. Okay, interessant. Los, du machst das Hund. Naja, also anscheinend, ich weiß nicht, ob ich es spoilern soll, aber es war auch in den Trailern. Kann man auch irgendwann später in der Nacht. An der Oberfläche rumrennen. Ja. Also, das kommt wahrscheinlich auch noch. Nee, der lebt nicht wieder, oder? Nee, der ist tot. Die waren aber früher war das auch so, dass die ein, zwei Tage liegen blieben. Soll ich den noch mitnehmen? Nee, ich glaube. Ja, klar. Nee, ich weiß nicht. Sind die wirklich liegen geblieben oder sind die nicht einfach despawned, aber dafür. Also, noch nicht respawned? Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich meine, die sind liegen geblieben. Okay, da musst du wahrscheinlich Pucci gegen. Ocean gegen rennen lassen. Oh, ich hab Ocean doch gerade weggeschickt. Und er müsste gleich angerannt kommen. Nehmen ja, mal eben. Da hinten kommt der. Oh, ja, ein guter Hund. Ein Flitzer. Ein guter Hund. Die kollidieren, oh Gott. Aber. Ocean macht das nichts aus. Ich glaube, das wird nichts. Komm jetzt, der Hund. Komm. Er hat schon darüber geguckt. So, oh nein. Da ist er. Ocean ist zurück. Wow. Oh, es tut mir leid. Er hat doch so ein von sich gegeben. Naja, was soll's. Aber kannst du ihn hier vielleicht irgendwie buddeln lassen oder irgendwas? Oder? Buddeln? Nee, also dass man an die Zwiebel rankommt. Hier oben ran? Ja, das ja ist genau. Das ist ja quasi die... Mann, wie sind wir denn gestern gelaufen, dass wir da die nicht getriggert haben? Diese Knalle wirkt ja ganz schön unruhig. Die Farbe ist etwas blass für eine Zwiebel. Was meint ihr? Was? Ist das blass für eine Zwiebel? Naja, im Gegensatz zu der roten. Ja, von mir aus. Was meint ihr, sollten wir sie mitnehmen? Ja. Nein. Okay, probieren wir es mal. Da kommt deine Pikmin nicht ran. Ich habe sie nur noch gar nicht gebraucht. Das muss wohl erstmal liegen bleiben tun. Okay, Spiel. Danke, dass wir was austesten durften. Also, okay. Von mir aus hat man halt das gelegentlich irgendwie ein Charakter irgendwas sagt. Aber wenn man noch nicht mal was ausprobieren konnte, so 5 Sekunden später. Ja. Nachdem man da überhaupt ist und erstmal guckt und dann direkt gesagt bekommt, ja, du musst das machen. Finde ich ein bisschen zu krass. Ja, ich glaube, sie haben... Kann man das in den Optionen vielleicht ein bisschen abstellen? Ich habe da nichts gesehen. Huch. Ich glaube, da war nichts dergleichen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Dungeon. Ja, ich glaube, das ist auch das, ja. So schnell, ich glaube, wie wir die Story so vorantreiben, dass die aufhören, uns zuzutexten, umso besser. Ja, ich glaube auch, das ist tatsächlich das, was das Spiel von uns verlangt, weil wir kommen an nichts anderes ran. Wir brauchen wahrscheinlich jetzt den Baumeister, um irgendwas machen zu können. Ob es wohl einen Logbucheintrag zu diesen Koordinaten gibt? Ja, hab ihn gefunden. Hab ich schon länger nachgesuchen können, aber was soll's. Frostkaverne. Auf der Suche nach Dolphin-Teilen betrat ich eine Höhle und traf auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzt. Und sie stieß eiskalte Luft aus. Wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind. Wow. Das Ökosystem dieses Planeten ist voller Mysterien. Und sie stieß eiskalte Luft aus, genau wie meine Ex-Frau. Nee, Olima liebt ja seine Familie. Ja, ja. Was denn? Das ist in Ordnung. Jetzt habe ich irgendwie was... Das war doch einfach nur ein Witz. Nein, Olima liebt seine Familie.
Ist halt, der redet in der ersten Teil viel von seiner Familie. Und das Problem ist halt, immer wenn er nach Hause kommt, wird er direkt wieder weggeschickt von seiner Firma aus und muss direkt wieder Geschätze suchen. Seht euch das mal an, dieser Olimar ist ja ganz schön gründlich. Und er hasst seine Frau. Wenn man an diesem Logbuch-Eintrag geht, sollte man Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Die Beagle kann die Pikmin zur Höhle bringen, sodass man sich nicht erst an der Basis abholen muss. Oh, Höhle. Nicht schlecht. Die Pikmin, die sich schon in der Oberfläche befinden, kehren automatisch zur Zwiebel zurück, wenn man die Höhle betritt. Ah, cool. Alles cool. Ebene 1. Unbeendete, sieht man auch selten, unbeendete Aufgaben an der Oberfläche werden abgebrochen. Mhm. Na dann. Ist die Uhr jetzt schon zurückgekommen? Die ist durch, ja. Ah ja. Ah ja, sonst wäre Ocean ja gar nicht mit uns gekommen. Und auch das gleiche, doch derselbe Jingle wie in Pikmin 2 halt. Also, schön nostalgisch dieses Spiel. Aber ja, im Endeffekt ist die Switch ja jetzt die Pikmin-Maschine schlechthin geworden. Das ist richtig, ja. Was halt krass ist. Ich weiß noch nicht, weil wenn ich mir jetzt auch Pikmin 1 und 2 HD Remaster hole, dann brauche ich ja auch im Zweifel wirklich Pikmin 3, damit ich einfach alle drei auf derselben Konsole habe. Ja. Gut gemacht, Ocean. Du hast eine gestrandete Person gewittert. Das Toll. Könnte einer unserer vermissten Kollegen sein. Schnell, bringen wir diese Person in Sicherheit. Ja doch, vor einer Folge, also Anfang letzter Folge, da sind wir ja nur durch die Wand gebrochen, weil er ja was gewittert hatte. Ja! Ocean Smash! Achso, ja, jetzt gibt's überall immer nur dieses Material. Was ist das denn? Ist was reingeflogen, das Ding, unglaublich? Um einen Schatz handelt es sich doch wohl nicht, oder? Schatz oder nicht, es scheint eine kleine Menge Glycerium enthalten zu sein. Oh, cool. Dann sprich auch nicht dagegen, besiegte Kreaturen zu sammeln. Was? Wow. Jedes kleine bisschen Glycerium hilft uns weiter. Okay, also es ist halt wie auch in Pikmin 2, dass wenn du einen Gegner halt hier zurückbringst, dann bekommst du keine extra Pikmin bei raus, sondern du bekommst... Oh, gleich kriegen wir noch ein Tutorial. Oh, der Nektar der Götter. Genau. Dann kriegt man halt ein Glycerium pro Gegner. Früher war es halt ein Poco, also ein Geldstück pro Gegner, den man zurückgebracht hat. Und hier ist es jetzt halt ein Glycerium. Lauf! Naja, weil den gerade angewisselt hast. Aber du musst halt zweimal anwisseln, der lässt nicht alles direkt stehen und liegen. Das ist halt, ist eine gute Sache, die sie so eingebaut haben, irgendwann. So, jetzt... Das machst du ausgezeichnet! Es wäre besser, wenn man die halt einfach... Ah ne, seit Pikmin 3 trinken sie nur so viel, bis einer, also so viel, bis sie eine Blume haben. Also nicht einer kann den ganzen Blob wegtrinken. Das ist, finde ich, sehr gut. Ja. Habt ihr das gesehen? Ihm ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor? Oh, bei dieser Substanz da handelt es sich um Nektar. Wenn die Pikmin ihn zu sich nehmen, stimuliert das wohl ihr Wachstum. Dem Logbuch zur Folge bewegen sich die kleinen Gelbchen umso schneller, je mehr sie gewachsen sind. Es sind wirklich ungewöhnliche Lebewesen. Ich wünsche, ich hätte selbst welche. Was passiert, wenn Pucci darin geht? Nichts, na gut. Dann ist nichts mehr für ihn übrig. Wow, genau 20, hat gereicht. Du hast, glaube ich... Ah ja, du hast alle dabei. Ich dachte, es sind noch welche in der Basis. Sieht nicht nach 20 aus. Oh Gott. Sind das wilde Pikmin? Oh, naja, wir sollten sie in Ruhe lassen. Oh ja, die Gegner besiegt und im wilden Modus geschafft. Er macht das schon. Ich hole mir so lange hier meine Kollegen. Kristall-Eis-Pikmin. Ist irgendwie eine Mischung aus dem blauen und dem Stein. Ja. Und den weißen, damit die Farbe passt. Handelt es sich auch hierbei um Pikmin? Mal sehen, was da zum Logbuch steht. Eis-Pikmin. Da Pikmin zur Hälfte Pflanzen sind, hätte ich nie mit einer Eis-Variante gerechnet. Eis-Pikmin können durch ihre Körpertemperatur Wasser und Kreaturen gefrieren lassen und wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Nur mit Wasser begießen sollte man sie nicht. Olimar. Sie können auf dem Wasser schwimmen, aber man sollte sie nicht mit Wasser begießen. Ja, ja, also du solltest nicht Wasser drüber gießen, aber sie können, also sie verwandeln Wasser in Eis, wenn sie drüber laufen. Ja, okay. Ihre Körper bestehen aus Eis? Absolut erstaunlich, dass sie sich mit einem gefrorenen Körper bewegen können. Das könnte ich nicht. Brrr.
Nicht so! Oh, wir sind hoch auf 25. Ah, ja. Cool. Wahrscheinlich wirklich 20 pro Kategorie. Oh Gott. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja, es ist, ja, okay. Na gut, dafür hat man halt ganz viele verschiedene Pikmin. Wahrscheinlich, damit man nicht alles so mit fliegenden Pikmin irgendwie einfach cheest oder so, anstatt ja, gut, eben. Aber wenn du das Spiel so spielen möchtest, dann sollte ja, das... Ja, eben. Aber okay. Was aber dann auch im Endeffekt das Spiel irgendwo ein bisschen begrenzt. Okay. Das sind ja eine ganze Menge Pikmin. Ist deine Truppe momentan größer als gewöhnlich? Oh, jetzt verstehe ich. Im Untergrund kann man mehr Pikmin als normal haben, wenn man Wilde befindet, wenn man Wilde findet, die einem dann folgen. Was? Ich verstehe noch gar nichts. Wir haben eine Cutscene gesehen, wo einer 40 Pikmin an der Oberwelt hatte. Wir haben mit Olimar 79 oder 85 oder sowas gehabt. Der gecheatet. Okay, das ist Olimar. Olicheat. Boing. Oh, Nektarium. Leviosa. Flung, flung, flung. Komm, ich hab alle, wa? Ja. Außer Oji halt. Oji kann nicht. Ochikuru. Oh, oh, oh. Die Kreatur ist eingefroren. Scheiße. Schnell, lauf, Aelin, lauf. Schnell, es gibt es keine Zeit zu verlieren. Das ist die Gelegenheit. Achso, muss man hier so taktisch kombiniert. Ja, und du hast dadurch aus ihr Nektar gemacht. Vorsicht, der kann Pikmin killen. Tja. Erstes Pikmin verloren. Furchtbar, wenn man Pikmin verliert. Ich kenne solche Tage. Ich hatte mal keins und dann habe ich es verloren. Okay, aber eingefrorene Gegner, wenn man die kaputt macht, kommt Nektar raus. Anscheinend. Oh, die Zwiebel. Noch eine gelbe Zwiebel? Das ist die Zwiebel, die oben war, die ist runtergefallen. Hä? Sind die. Ja, anscheinend. Na, die waren gerade in der Dingens drin, in der Urne. Nee, du musst Ocean hinschicken. Achso, doch. Pikmin können auch. Okay. Ich würde gerne einfach alle mit einem Knopfdruck hinschicken. Ja, geht aber nicht. Können wir ja nicht mehr. Es ist das Mashing Game geworden. Graben abgeschlossen. Hier im Busch war auch noch was. Im Gebüsch. Oh, du hast jetzt alle außer die notwendigen von dem abgezogen. Von der Zwiebel. Ah, das ist nicht schlecht. Das ist... Ich wollte aber noch unsere neuen... die erstmal aussortieren, quasi. Unsere Dingsen hier erstmal bumsen. Ah ja. Haben wir jetzt alle erwischt von denen? Sieht ja gut aus. Ja. Okay, dann... 5 waren es. Einer noch. Ja. Da ist so ein Farb... Klecks. Naja, so eine Farbtube. Ja. Mir ist das Wort Tube gerade nicht eingefallen. Aber ist hier noch Meier drinne? Oh nee. Nein. Und was ist das für ein Blobbel, du bist? Ach, da musst du mal. Wie das wuschelt. Ich wette, da musst du ein Eispigment vorher gegen schmeißen. Oh, Ocean. Oh, verdammtes Wobbel-Bobbel. Selbst Ocean kann sich da nicht durchbeißen. Also, ich könnte, aber ich habe keinen Bock. Das ist ekelhaft. Siehst du, wie das wobbelt? Okay, ein Eispigment ist das offenbar. Ach so, das die ist. Die machen irgendwas Timer. Damit. Ja, der friert das gleich ein. Wahrscheinlich mit mehr Pikmin geht's fixer. Diese Knolle sieht für eine Zwiebel etwas ungewöhnlich aus. Bringen wir sie an die Oberfläche, damit wir die beiden miteinander vergleichen können. Aber wir könnten sie auch zu Glitzarium machen. Oder wie man es hieß. Oder ich esse sie einfach, wenn sie hier ankommt. Genau. Ich bin Frühstück. Toll. Ich habe nichts gegessen. Im Handumdrehen, komplett gefroren. Er sieht aus, als könnte er es zerbrechen, wenn wir jetzt angreifen. Schnell, gib dem Pikmin oder Ocean den Befehl. Irgendwer macht es bestimmt. Attacke! Los! Los! Ich sag doch los! Sag ich nicht los? Du musst mit, du musst halt mit Dingens ranstürmen, genau. Aber, okay. Ja, eigentlich mit los hätte ich jetzt auch gedacht, dass der dann auch losgeht. Oh, guck mal, da ist. Wie hieß er nochmal? Osman? Ross, genau. Osman! Aber hier ist noch, Ja, kannst du auch noch einsammeln. Ah, hier kann ich das Ding hier noch schieben. Warte mal. Ocean-Modus! Hast du nicht irgendwo Pikmin vergessen? Papiertüte verschoben. Das ist einfach die Schnauze halten. Kack, 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 kack. Miau, 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 miau. Oh, wir haben die gestrandete Person gefunden. Überprüfen wir schnell die Lebenszeichen.
Puls, Blut, Druck, Körpertemperatur, alles innerhalb normaler Werte. Das Lebenserhaltungssystem hat ganze Arbeit geleistet. Jetzt bleibt nur noch der Transport zum Beagle. Dann können wir uns die Visitenkarte ansehen. Das können wir von hier aus nicht. Ja, natürlich nicht. Ice to meet you. Let's break the ice. Big Book, Big Book, Big Book, Big Book, Big Book. Oh, Jin, da ist er wieder. Oh, Jin ist wieder da. Ey, das ist ja unglaublich. Also, die machen hier die ganze Arbeit und die können sie einfach irgendwie auf die volle Haut legen. Ey, das kann ja nichts wahr sein. Mach Platz für Ross. Sehr wahrscheinlich, Ross. Wie witzig bin ich. Gut gemacht. Sehen wir uns einmal an, was die Visitenkarte uns verrät. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, den kennen wir gar nicht. Das ist doch... Ross! Vom Planeten Gija. Erfinder, Materialexperte und leidenschaftlicher Wissenschaftler. Aus Rohmaterialien kann er nützliche Hilfsmittel fertigen. Und er ist ein Glatzkopf. Er hat keine Haare, keine Ahnung. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Das ist Russ. Warum dachte ich, er heißt Ross? Russ, ein Wissenschaftler, der unsere Raumanzüge und die Shepard repariert und verbessert. Sein technisches Wissen wird uns auf unserer Mission von großem Nutzen sein. Und dann brauchen wir Colin nicht mehr. Ross. Du hast Ross, den genialen Wissenschaftler der Rettungsgruppe, gefunden. Suche weiter nach den verbleibenden Rettungsgruppenmitgliedern. So. Alles erledigt? Ja. Vermutlich. Dann solltet ihr zum Ausgang gehen. Auch zum Ausgang. Auch zum Atem. Mehr Nektar als nötig. Ja. Weitaus mehr Nektar als nötig. Oh, später interessant. Kann man Pucci einfach 10-mal so groß machen, wenn man den ganzen Nektar mit Pucci, mit Ochi. Mann. Wow. Und alle Blätter ab. Auf geht's. Ja, genau. Ich krieg euch. Wärmesuchende Rakete aktiviert. Wir haben einen Russ gerettet. Sehr schön. Gesammeltes Glycerium. Schicksalswegweiser. Erfrischende Schmiere. Und Kreaturen. Ja. Oh, wir haben 8 Glycerium aus 4 Kreaturen. Ja. Und das waren kleine Kreaturen. Ja. Komplett erforscht. Naja, 100%. Na, wobei, ich glaube 4 für den großen und... Ja, ja, weil, ja. Oder 3 für, keine Ahnung. Das ergibt mehr Sinn. Ja, wir haben einen verloren. Rip in pieces. Was? Die teils Ebenen. Achso, wie die Ebenen, okay. Ja. Bup, 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 bup. Hallo? War gerade so mit einem bup, 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 bup. Hallo? Hat deine Uhr auf mein Hallo reagiert? Nein. Weil du gerade so raufgeguckt hast? Achso. Wie lange der Tee schon zieht, ich weiß gar nicht, wann angefangen hat zu ziehen. Mindestens seit einer halben Viertelstunde. Ah, dann ist gut. Dann ist Teezeit. Yeah. Während das Spiel mal wieder viel zu lange lädt. In dem Moment, wo ich sage natürlich, ist es fertig. Sieh nur, Phelan, die Uhr. Dabei habe ich sie ganz bestimmt vor der Expedition synchronisiert. Wenn du eine Oberfläche gewesen wärst, hättest du mindestens 6-mal mehr Zeit vergehen müssen. Aus irgendeinem Grund vergeht die Zeit auf diesem Planeten unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man gerade ist. Okay, also die... Hör auf zu reden. Warum das ist, weiß ich auch nicht. Aber es bedeutet, dass du dir beim Erkunden von Höhlen Zeit lassen kannst. Aber heißt es dann, dass man quasi unterhalb halt aufpassen muss, wegen dieser 6-mal die Zeit und bla? Nee. Ja, die Zwiebel wurde absorbiert. Absorbiert? Absorbiert. Absorbiert. Im Labo steht, dass es sich bei der hellen Knolle um eine Knopfknolle handelt. Verschmilzt sie mit einer Zwiebel, erhöht sich die Anzahl der Pigmente, die sich außerhalb der Zwiebel aufhalten können, um 10. Jawohl. Na endlich, das ist das Rätsel der Lösung. Nur 10? Naja. Oh, das wäre eine große Hilfe beim Erkunden. Dann versucht doch gleich einmal mehr Pigmente aus der Zwiebel zu rufen. Ja, die wir dabei haben. Ja. Haben wir schon. Oh. Mussten nur A drücken. Stark. Und wir stehen einfach hier. Ruf doch mehr Pigment raus. Ja. Oh, da sind Eier. Achso. Aber Nektar, ja. Da ist gut. Nektar wahrscheinlich drin. Ja. Vielleicht ist da aber auch so ein super Spray drin. Das gab es früher auch in Pigment 2, dass das, das sind so Eiern, die drin sein können.
Ah, mit den Pikmin können wir jetzt übers Wasser. Ross muss wahrscheinlich erstmal auftauen. Ja, ich denke mal, das wird sich mit ihm nicht klären, ehe wir nicht an der Basis zurück sind. Ja, genau. Wo ist denn der Split-Button? Gibt's den noch? Gute Frage. Ich glaube nicht. Irgendwas ist... Ich glaube, den gab's im dritten Teil schon nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwas haben sie... Die Steuerung ist komisch von den Sachen, die gemacht werden und so. Ja, es fühlt sich für mich auch noch sehr komisch an. Vor allem, warum brauche ich, das hier auf D-Pad nach oben? Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben noch den hier und wir haben den hier. Der macht doch, der ist die Karte. Das ist die Karte. Aber ich weiß nicht. Okay, wollen wir noch ein bisschen Glycerium sammeln? Tastenkombination. Ja, ich versuche jetzt, ich werde jetzt hier die Also zur Not kannst du einfach die roten Pikmin in die Zwiebel zurückverfrachten. Ja, so wird's wohl enden. Damit du da nicht irgendwie versehentlich ein rotes Pikmin irgendwie ins Wasser schmeißt oder sowas. Oh nein! Oh Gott! Das ist das Schlimmste. Nein, Ocho kann nicht schwimmen. Warum? Weil er nur zwei Beine hat. Ja, gut. Mit Hilfe von B kannst du deine Pfeife einsetzen, um ihn wieder an Land zu rufen. Was passiert denn, wenn Ocean stirbt? Das ist eine sehr gute... Oh nein, er ist K.O. gegangen. Er kann jetzt den restlichen Tag nicht mehr bei dir mitmachen. Aber ich dachte, die... Aha, guck mal. Ah, es braucht 30 Eispigmen, um das Wasser einzufrieren. Ah, das ist cool, aber... Und Ocean kommt automatisch zu dir zurück. Ja, wie bringe ich denn Ocean dazu, dass er nicht zurückkommt? Anscheinend gar nicht. Gibt's hier Sitz? Alle außer Pucci entlassen. Achso, da war das. Oh, okay. Aber, ja, okay. Achso, du kannst Pucci einfach einen anderen Auftrag geben? Was soll sein Auftrag denn sein? Weiß ich nicht. Bleib. Schätze, ja, Eispigmen. Such. Such, Pucci. Ocean, folge der Fährte. Okay, er hat offenbar eine neue Fährte aufgenommen. Viel Spaß. Ja, die Eispigmen, die können aber, glaube ich, auch nicht unter Wasser. Also ja, ich kann auch nicht schmeißen, solange ich hier im Wasser bin. Also man kann sie rüberführen, aber sie können auf dem Wasser selbst nichts machen, wie es aussieht. Kannst du sie ins Wasser schmeißen, das jetzt davon so? Also weiter? Der macht automatisch diesen komischen hier. Okay. Diesen hohen Bogen. Ja, okay. Das ist eigentlich tot für ihn, oder? Nee, du darfst nur nicht Wasser auf ihn packen. Ja, aber wo ist der Unterschied, wenn er... Das war perspektivisch komisch. Ja. Sollten wir der Fährte denn nun folgen? Ich hab keine Ahnung, wo der Hund ist. Da hinten. Ja, folg einfach den blauen Puffs oder ja. Na, aber warte mal, wenn ich jetzt die Wassersache nicht mache, nehme ich lieber ein paar rote Pikmin mit. Das stimmt. Sonst, wer weiß, was passiert. Willst du komplett rote Pikmin machen oder? Ich nehme alles mit, was ich hab. Naja, rote Pikmin sind halt im Kampf ein bisschen stärker. Kann ich die überhaupt schon zurück? Ja, die kennen wir einfach jetzt schon, die Ziele. Aber da oben steht auch Empfehlung, rot, blau und, also... Ja, und unbekannt. Ja, komm einfach das ganze Team hier. Ja, machen wir einfach mal einfach so. Komplett reiner. Einfach Rinder. Ja, Wahnsinn. Ja. Und dann sehen wir mal. Er hat auf jeden Fall irgendwie noch jemanden gefunden. Na, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht ran. Das ist aber nochmal so ein... Okay, wir... Das ist doch nur eine Wand, oder? Ah ja, stimmt. Die habe ich wohl irgendwie so ein bisschen ignoriert. Ja, die sieht einfach nicht mehr aus wie, ne? Die anderen hast du ja einfach erkannt. Die sahen aus wie die Wand, die man kaputt macht. Ja, richtig. Aber die sind jetzt, der hat sich richtig eingefügt hier. Sehr gut, Hund. Naja, du kannst ihn ja wieder zu dir rufen und dann sagen, ey, mach mit. Nee, der soll ja weiterlaufen. Lehmwand abgerissen. Dann weiter. Ja, ich wollte nur die Luft schnuppern. Ah, hier ist noch einer. Die Fährte führt direkt zu dieser Höhle. Und hier kommen wir jetzt auch zu den Binoculars. Binocula. Pinocchio. Graben abgeschlossen. Wie die Pikmin heulen. Zu schwer. Aber du hattest recht, man kann diese Papiertüten wie immer schieben. Oh, sie wechseln automatisch die Richtung. Also an der Pikmin-KI haben sie so einiges geschraubt und das finde ich auch sehr gut so. Sagt der Power der Unreal Engine.
Ich sag ja nur bei Pikmin, beim Bingo-Battle, wo bei der einen Stelle, die bei mir einfach nicht den einfachen Weg genommen haben, und bei dir, ach ja, die sind da einfach dran vorbeigerannt. Ja. Oh, wie mich das angepisst hat mit diesem blöden Elektro-Gegner. Wenn ich jetzt... Ja? Ich bin ein bisschen verwirrt noch wegen der ganzen Zwiebelgeschichte. Ja. Wenn ich jetzt mit den Eis-Pikmin Sachen hole zum Pikmin, also sowas hier. Das ist eine gute Frage. Zählen die dann für die Eis-Pikmin? Müssten eigentlich. Also so war es ja früher immer. Ja. Nur wenn du dieselbe Farbe zurückbringst, dann gibt's mehr Pikmin. Ja, nur das Ding ist halt, ganz früher hattest du für jede Sorte ein... Naja, aber trotzdem war es so gewesen, dass Zwiebel, der es zurückbringt, halt... Achso, ja, eine Zwiebel, ja. Beziehungsweise ab Pikmin 3, da hat sich die Zwiebeln ja kombiniert. Gut, wissen wir jetzt nicht, ob das... Nee, es wurde tatsächlich zu einem Roten. Für Rot, ja. Das war und vielleicht gibt's Eis-Pikmin nur in der Höhle? Pikmin-Farbe ist anders. Neue Pikmin gibt es nur in Zwiebelfarben. Okay, da hattest du recht, ja. Also ist so wie gehabt. Man braucht erst die Zwiebelfarbe dafür, dass man dann die Pikmin dann jeweils... Ja, soll ich dir die Höhle für deine Folge lassen, damit du auch Höhlenspaß hast? Ja, aber du kannst sie schon mal öffnen. Ich glaube, dann, wenn du dann in die Nähe gehst, genau. Okay. Neue Höhle entdeckt. Aber ich weiß nicht, ob du überhaupt noch irgendwas zu tun hast. Ich wollte gerade sagen, ich kann sonst, glaube ich, hier. Ich kann doch mal den Hund losschicken, aber der wird wahrscheinlich zu der Höhle rennen. Ja, ja, der hat ja da gerade jemanden gerochen, also. Auftrag. Wir können auch sagen, weil wir ja sowieso den Tag fast durch haben, dass wir die Höhle anfangen, dann mache ich die in meiner Folge. Oder. Es sind noch 5 Minuten in der Folge. Sind nur noch 5 Minuten? Ja. Die ganz schön viel Zeit in der Höhle verbraucht. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, gehe ich in die Höhle und dann machen wir das in deiner Folge. Ja, also oder du fängst schon mal an. Ich weiß ja nicht, ob da vielleicht mehrere Ebenen sind und dann machen wir bei mir weiter und den Rest des Tages. Oder ja. So. Oh Gott. Oh, lass uns feurige Fabrik mitnehmen. Mir wurde es plötzlich warm in meinem Raumanzug und erst als ich nach unten sah, bemerkte ich das Feuer. Ich war viel in Panik, doch ein rotes Pikmin sah mich ganz ruhig an, völlig unbeeindruckt von den Flammen. Rote Pikmin sind weit mehr als nur gute Kämpfer. Olimar. Mir wurde ganz plötzlich warm im Raumanzug und als ich runter sah, merkte ich plötzlich, dass ich gemacht habe. Hab ich gerade noch nicht so miteinander verbunden. Erstmal nur eine zu geben, aber wer weiß, vielleicht werden die erst nach und nach aufgedeckt. Ja, weiß ich halt nicht. Da scheint es aber auch gelbe Pikmin zu geben. Das Ding ist halt, ich würde vermutlich nicht mal die Eis-Pikmin mitnehmen. Ich könnte schon, aber ich glaube, das ist nicht empfohlen. Nee, nicht wirklich. Achso, du kannst einfach X drücken und dann die Empfehlung mitnehmen. Nee. Na doch, das stand dann ist da. Auch so. Wenn du X drückst, da unten war so X empfohlen. Ja, nee, ich dachte, du meinst es, weil ich Y gedrückt halte. Achso. Dann kann ich mal 10er-Gebinde von Pikmin. Das habe ich schon mitgekriegt, dass du das herausgefunden hast. Ich habe aber noch nicht den Prompt dafür gesehen, wo genau, was genau. Ah. Wie genau. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das wie bei Pikmin 2, ob die, ob die Ebenen random generiert sind. Oder ob sie hier jetzt festes Layout haben. Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade festes Outlaw sagen, weil ich auf Layout nicht gekommen bin. Ey, ich habe das gelernt. Ich müsste das Wort Layout müsste mir eigentlich im Blut liegen. Ja, weiter geht's. Weiter geht's, hinein in die Höhlen. Weiter geht's, Olimar. Oh Gott, der fliegende Snatch-Natsch. Oder ist das ein Sheerwig? Und die anderen waren Sheer Grubs? Könnte auch sein. Das sind gelbe! Ja, gelbe! 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 Kreidebeutel! Gelbe Pikmin! Yeah! Die stehen unter Strom! Ist das eine neue Art Pikmin? Nee, die ist alt. So redet er gar nicht. Ich werde gleich einmal in Olimars Logbuch nachsehen, ob er etwas über diese Art geschrieben hat. Diesen Gelb, du Affe. Entschuldigung. Gelbe Pikmin. Ich beschloss, die hellen Pikmin mit den Ohren fortsetzen, gelbe Pikmin zu nennen. Der Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Elektrizität macht ihnen nichts aus. Und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch. Außerdem können sie gut graben. Ah. Resistent gegenüber Elektrizität? Das ist ja unglaublich. Woraus besteht diese Pikmin nur? Meine Ex-Frau? Wow. Jedenfalls können sie uns sehr nützlich sein. Aber sei vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Wir haben bisher nur sehr wenige.
Am wenigsten bist du nicht in die andere Richtung gegangen. Naja, nicht wie meine Ex-Frau. Der hat Elektrizität doch mehr ausgemacht, als wir dachten. Da hat sie gedacht, ich habe... sie hat gedacht, ich habe den Schaltkasten ausgeschalten. Na, da hat sie sich aber geirrt. Die Sicherung rausgenommen, das wollte ich sagen. Oh, hier oben kann gegraben werden. Jetzt fängst du auch schon an, so zu reden. Ja. Gelbe Pikmin können sehr gut graben. Ist mir egal. Ja, der Hund kann das machen. Oh, schön. Yeah. Ja, schon wieder Schnauze voller Sand, ey. Es gibt doch gar nicht. Schnauze voll Sand. Hier liegt noch was. Spannend. Oh, Keks. Das ist so mit Seetan. Und er fliegt in Sayoris Gesicht. Au! Gibt's noch den Trag-mich-Modus? Kann man sich hinlegen und nach Hause tragen lassen? Das weiß ich nicht. Stimmt nicht. Störung ist so komisch geworden. Ich glaube an gar nichts mehr. Oh. Man kann die Pikmin halt nicht mehr einfach nach vorne schicken. Man kann sich nicht mehr tragen lassen. Man kann nicht mehr bewegungssteuerungsmäßig machen. Vorsicht. Oh, das Feuer macht die Blumen nicht mehr kaputt. Naja, ich glaube schon. Aber ich hätte Glück gehabt. Nee, die hat er jetzt abgeworfen und die sind zu Dingens geworden. Also zu Knospen. Ja, interessant, aber wenn ich hatte auch abwirft. Welche dabei? Achso, vielleicht waren die einfach, weil ich 30 mitgenommen habe, die waren von vornherein gedingst, weil die hatten nicht gebumst. Ja, verstehe. Schubbelup! Ein Schubbelup? Hier brauchst du auch Geld für. Ja, definitiv. Machen wir mal hier noch die Abkürzung. Oh, danke. Cool. Ja, Auto-Aiming hat volle Leistung. Ganze Sache und wenig Arbeit geleistet. Und Pucci rennt los! Bam, 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 bam. Und er rennt um! Pucci ist nicht so klug wie Pikmin. Pucci nimmt nicht die Papierdüse. Nee, scheinbar nicht. Kannst du die Gelben nicht herbeipfeifen? Stimmt. Ja. Aber vielleicht kannst du auch die Gelben in der nächsten Folge herbeipfeifen. Oh yeah. Wenn es wieder heißt Pikmin Mann, oh Mann. 4. Mann, oh Mann, Ochi gerannt. Gut gemacht, Ochi. Wie schön, dass du wieder zurück bist. Das jedes Mal, wenn er zurückkommt, das ist unfassbar. Und das sagen wir auch, wenn ihr nächstes Mal wieder zurück seid. Dankeschön fürs Zusehen an der Stelle. Und tschüss, bis dann. Und immer schön Twiggy bleiben.